Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Und ja, heute ist es soweit. Ich werde tatsächlich die... Wo ist das drin? Okay, hier nicht. Ich werde definitiv jetzt in dem Spiel die Passhilfe komplett ausstellen und gucken, ob das funktioniert. Ich bin echt, ja, sehr, sehr gespannt. Passdosierungshilfe aus... Passhilfe, mit Hilfe. Manuell, eieiei. Steilpasshilfe würde ich jetzt erstmal anlassen, weil, wie gesagt, diejenigen, die bisher mal ohne Hilfe gespielt haben, die haben gesagt, dass die, oh, was hab ich jetzt gemacht? Dass die, Steilpässe wohl, ja, ohne Hilfe relativ schwer sind, deswegen würde ich erstmal nur die Passhilfe ausstellen und die Steilpasshilfe anlassen. Wenn ich merke, dass es halt gut funktioniert ohne Passhilfe und vielleicht sogar besser funktioniert als mit, dann würde ich auch mal die Steilpasshilfe ausstellen. Aber die Steilpässe, die klappen ja in den meisten, ich gucke nochmal nach, ob auch gespeichert wurde, in den meisten Fällen, ja manuell, passen die Steilpässe ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Die da so abgezogen werden. Ja, aus diesem Grunde, ich denke, Steilpässe kriegen wir auch mit Hilfe ganz gut hin. Das klingt merkwürdig. Und die normalen Pässe, also ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber ich muss es einfach mal testen. Ne? Ich muss es logischerweise einfach mal testen. Sonst kann ich mitreden. Und dann testen wir das jetzt. Und ich habe jetzt am Sonntag erfahren, dass es dieses Wochenende so ist, dass wenn man einen Titel gewinnt in Ultimate Team Saison oder zumindest aufsteigt in Ultimate Team Saison, dass man dann an einer Verlosung teilnimmt. 10 Spieler bekommen jeweils 1 Million Coins und 5000 Spieler bekommen jeweils 50.000 Coins. Und ich dachte mir, naja, probieren wir wenigstens mal aus. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir haben erst 4 Punkte, das heißt, für einen Aufstieg brauchen wir mindestens 14. Oh Gott. Oh Gott, wir brauchen 10 Punkte, das sind 3 Siege, 1 Unentschieden. 4 Spiele, ich habe gar nicht so viel Zeit, heute noch 4 Spiele zu machen, weil es ist nur bis 19 Uhr. Und jetzt haben wir es 13:45 Uhr. Aber, naja, ich gehe jetzt eh nicht davon aus, dass ich das Spiel gewinne. Und wenn ich das Spiel nicht gewinne, dann hat sich's eh schon erledigt. So, wie sieht's mit der Bundesliga aus? Die ist wieder komplett fit, außer unser Kagawa. Verdammt, der fällt immer noch aus. Ach, ich habe jetzt aber auch keine Lust, wegen dem mir irgendwie eine Karte zu kaufen, also... werden wir einfach... Oh, Zapata läuft aus. Da habe ich ja gesagt, dass wir eigentlich mal einen geileren Innenverteidiger kaufen können. Mal gucken, was Kakeres kostet, aber der ist wahrscheinlich noch unendlich teuer. Weil den jener haben will. Aber es ist, glaube ich, nur ein 81er, also der stirbt... Er stirbt irgendwann. Ja, er stirbt auch irgendwann, weil er Mensch ist, aber er wird halt irgendwann total preiswert sein. Ich meine, es ist ein 81er. 8000, oh, das ist es halt nicht wert, ne? 6,4, das ist es halt einfach nicht wert. Da wird halt irgendwann, weiß ich nicht, 2500 kosten oder so, aber das kann natürlich noch dauern. Was war's, 6500 oder so? 6400? Ich weiß nicht, also, ich denke, 5000 Coins wäre ich bereit auszugeben, aber selbst das ist eigentlich zu viel für einen 81er, weil ich halt einfach weiß, dass er noch sinkt im Preis. 6,4, 6,3, 6,2. Keiner dabei, der richtig geil viel Verträge hat. Ach, der ist halt so overpowered, zumindest von den Werten her. Aber sich genauso spielen lässt, weiß ich nicht. Aber guckt's euch an. 83 Tempo, 86 Defense und Physics 75. Eieiei, bei einem 81er 86 Defense, das ist so krank. Ich werde einfach mal gucken, ob ich einen anderen interessanten Innenverteidiger finde. In der Serie A bis... ja, ich sag mal 5000 Coins Maximum. Oh, wir nehmen mal ein Minimum von... Hä? Wir nehmen mal ein Minimum von 2000, das bekomme ich den ganzen Schrott mit angezeigt. Den ich gar nicht kaufen möchte. Hoffen wir das Beste. So, also es muss halt schon ein knaller Innenverteidiger sein, damit er besser als Zapata ist, weil hier haben wir Zapata nochmal. 83 Defense, 72 Tempo, 79 Physics. Wobei dieser Klick
ist zwar langsam, aber wir wissen ja, langsam ist scheißegal beim Innenverteidiger. Stranzel geht richtig ab. Und der hat 85 Defense und 82 Physics. Vielleicht nehme ich den sogar. Klick sieht doch gut aus. Maurizio, der ist insgesamt nicht wirklich besser als Zapata. Zumal halt Klick auch ein 82er ist und Zapata nur ein 78er. Rüdiger soll sich extrem geil spielen lassen, habe ich gehört, aber ja, den probiere ich nicht aus. Der ist mir einfach zu schwach. 85 Defense. De Vrie, aber der hat nur 76 Physics. Da nehme ich dann logischerweise lieber Klick. Klick, was für ein geiler Name. Ich will eigentlich nur Goldspieler haben, aber egal. Ich denke, wir werden jetzt auch fast nur Goldspieler angezeigt. Albiol, also Klick ist momentan auf jeden Fall mit Abstand der interessanteste und beste. Würde ich sagen. ...83er Innenverteidiger, Vidic. Hat aber auch nur 85 Defense, hat nur 80 Physics, also ist sogar schlechter. Und hat auch, ist auch langsamer, also... Vidic war, glaube ich, mal der... Ich weiß nicht, ich glaube in FIFA 14 oder 13 war er der bestbewertetste Innenverteidiger. Da hat er, glaube ich, bei Manchester United noch gespielt. Da war, glaube ich, der sogar besser als der eine brasilianische Innenverteidiger. Ich komme gerade nicht auf den Namen. So, wie es aussieht, wird's wohl mal Klick werden. Weil Klick ist, denke ich, preiswert, weil er so langsam ist und wird auch nicht groß im Preis noch fallen. Da habe ich also keine Verluste. Wenn mir Klick nicht gefällt, kann ich jederzeit wieder zu... Oh, Jesus ist natürlich auch nicht schlecht. Ziemlich schnell. Gute Defense, gute Physics, aber damit die Pace eigentlich egal ist. Und wie gesagt, wenn mir Klick nicht gefällt, kann ich ihn ja jederzeit auswechseln. Ist ja überhaupt kein Problem. Tja, das sieht echt so aus, als... Wer der liebe Klick der nächste Innenverteidiger, den wir testen? Okay, es wird Klick. Klick. So, ein Minimum brauchen wir jetzt logischerweise nicht mehr. Drei neun, drei sechs, drei vier. 3-4 ist das billigste. 3-5, wann läuft der aus? Okay, 3-5, 3-4, 3-5. Dann würde ich sagen, nehmen wir den für mit 16 Verträgen für 3-5. Weil die anderen hatten nur 2. Das ist dann schon deutlich schlechter. In die aktive Mannschaft. Oh Gott, ein Spiel ohne Passhilfe. Ich bin echt gespannt. Ich bin so gespannt. Ich traue mir es fast nicht, weil... Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Verdammt nochmal. Ach Moment, wir müssen mal kurz gucken. Starker Fuß, rechts, schwacher... 2 Sterne und starker rechts, schwacher 3 Sterne. Also lassen wir das direkt so. Deine Gewerte gefallen mir echt gut. 85 Defense, 82 Physics. Wie groß? 1,90. Also er sollte auch in der Luft gut sein. Sehr schön. Wie schnell ist der daneben? Maximovic, auch noch 66 Tempo, aber erstmal Bumsi, wie schnell die sind. So, Freunde. Ohne Schusshilfe ist an. Ich habe auch schon überlegt, mir die Schusshilfe auszumachen, weil ich so oft gegen den Pfosten schieße. Wobei ich zugeben muss, die letzten Aufnahmen mache ich das nicht ganz so oft, wie die Aufnahmen davor. Gegner, bitte! Hallo? Es müssten doch jetzt alle zocken. Hallo, es ist ein besonderes Wochenende. Wenn man einen Titel holt oder aufsteigt, kann man bis zu 1 Million Coins gewinnen. 1 Million wären schon super sexy. Da könnte ich mir ein schönes Bundesliga-Team aufbauen, ein schönes Serie A-Team. Ich würde wahrscheinlich trotzdem versuchen, darauf zu achten, Spieler zu kaufen, die nicht zu sehr am Preis fallen können. Aber ich denke, so jemand wie Lewandowski oder Alaba, die steigen wahrscheinlich eher noch im Preis. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gar kein Spiel machen können, weil ich hier keinen Gegner finde. Was ist denn jetzt los?
Come on, Baby. Habe ich eigentlich einen nee, falsch. Habe ich eigentlich einen Manager, der passt? Nee. Nein, Start. Start. Oh, es sind schon wieder 10 Minuten um. Verdammt, wir könnten schon seit, weiß ich nicht, 2 Minuten zocken. Oh, ich trinke mal einen Schluck. Kein Gegner gefunden. Wie bitte? Ich gehe nochmal raus. Okay, ein eher schwaches Team, vor allem nach vorn hin. Also was heißt ein schwaches Team? Komplettes Goldteam, klar, aber man hat auch schon viele Chemistry Styles. Ich glaube, da hat er ins Falsche investiert. Ich hätte mir eher bessere Spieler geholt, ohne Chemistry Style und Hauptsache einen teuren Arsène Wenger als Trainer. Da wird jetzt auf Garantie am Anfang der Saison noch relativ viel kosten. So, ohne Passhilfe, Freunde. Eieiei. Also wenn ich dieses Spiel verliere, dann ist es mir scheißegal. Wenn ich es gewinne, dann. Ach du Kacke, weiß ich nicht, was ich mache. Dann werde ich wahrscheinlich nie wieder mit Passhilfe spielen. In FIFA 16. Okay, das Spiel ist also nicht aussagekräftig, weil wir einen laggenden Gegner bekommen haben. Och Mann, da warte ich stundenlang auf einen Gegner und dann bekomme ich jemanden, der mir angezeigt wird mit voller Latenz, aber natürlich keine volle Latenz hat. Schön, wie er sich, wie meine beiden Verteidiger, die da stehen, sich überlaufen lassen. Oh, habt ihr gehabt. Was? Das war übrigens ein Laufpass. Also die, da ist die Passhilfe noch an. Also es kann jetzt nicht sein, dass ich hier einfach nur total behindert gedrückt habe. Okay. Das war der erste Pass, den ich wirklich dahin gezielt habe und der scheiße kam. Das ist nachzuvollziehen, weil ich habe dahin gedrückt, genau dahin. Ja, das hätte ich vielleicht, den Pass hätte ich vielleicht ohne Passhilfe machen müssen, weil, ja, da kam jetzt eigentlich nicht dahin, wo ich wollte. Also das war jetzt wieder, wie gesagt, sobald ich einen Laufpass spiele, ist es mit Passhilfe. Sobald ich einen normalen Pass spiele oder einen starken Pass, weil das ist ein normaler Pass, ist es ohne Passhilfe. Mal so zur Erinnerung. Ich versuche jetzt einfach ganz normal zu spielen, als wenn ich nichts verändert hätte. Oh, Klose. Was? Wieso denn nicht zu dem hier direkt? Oh, schade, aber es war ein Pass, den ich jetzt ohne Passhilfe gemacht habe, da kam eigentlich ganz gut an. Aber ob der jetzt mit Passhilfe genauso gut angekommen wäre, weiß ich natürlich nicht. Schade. Oh, das gibt's doch nicht. Durch die Beine. Er steht genau neben mir. Da darf so ein Trick natürlich nicht funktionieren. Komm schon. Das ist mal rausgeklärt. Diesmal haben wir leider mit Klose nicht direkt den Ball. Ich habe ihn einfach weggeflankt, weil ich dachte, wenn ich auf Klären drücke, dann habe ich vielleicht das. Oh, schade, wenn ich da an den Ball komme. Habe ich vielleicht das Problem, dass. Ich glaube, der Gegner spielt echt nicht schlecht, deswegen fällt es mir gerade schwer, viel zu erzählen. Mich einfach konzentrieren. Trickst auf jeden Fall ganz gern.
Boah, guter Schuss von Klose. Schade, dass der nicht reinging, aber der Schuss hat mir gefallen. Ich merke bisher ehrlich gesagt keinen wirklich großen Unterschied mit oder ohne Passhilfe. Ein paar Pässe kommen ganz geil, ein paar kommen relativ scheiße, also weiß auch nicht so richtig. Hab bisher auf jeden Fall nicht wirklich das Gefühl, dass ich jetzt deutlich besser spielen kann ohne Passhilfe. Und ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust jetzt hier. Okay, der Pass kam richtig scheiße. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da hingedrückt habe. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es besser wird dadurch. Keine Ahnung. Mal gucken. Boah, zum Glück kein Elfmeter, ey. Das war eigentlich wieder so eine Situation, wo man denkt, hier gibt es wahrscheinlich Elfmeter. Von da zu schießen, warum zieht er nicht nochmal in die Mitte? Krass. Habe ich wirklich so scheiße gezielt? Ich denke, der Pass wäre mit Passhilfe viel besser gekommen. Abseits. Also ich weiß nicht, also nicht mal andersweise das Gefühl, dass es ohne Passhilfe besser wäre. Warum rennt er nicht durch, Herr Nannes? Warum schafft es denn der Klose nicht, sich vorbeizusetzen? Oh, okay, also Passhilfe, ich glaube, ich mache die direkt in der Halbzeit wieder an. Das kannst du ja vergessen ohne Passhilfe. Ich meine, da sieht man natürlich auch mal, dass man nicht immer perfekt zum Gegner, also zum Mitspieler zielt beim Passen. Deswegen hat man ja die Passhilfe an, dass das ein bisschen korrigiert. Aber das weiß ich nicht, die Passhilfe ist dann vielleicht zu sensibel. Und deswegen kommen viele Pässe einfach so scheiße an. Wie ich den komplett falschen Spieler bekomme. Krass. Guckt euch bitte nochmal in der Wiederholung an. Boah, der Pass war doch eigentlich genau neben Klose. Da muss er doch nur das Bein hinstellen. Ja, also komm. Also die Passhilfe, ich werde jetzt pausieren und die wieder anmachen. Das bringt gar nichts. Keine Ahnung was. Also wahrscheinlich spielen dann die gesagt haben, ohne Passhilfe ist viel geiler. Die spielen dann wahrscheinlich einfach besser als ich oder die zielen besser beim Passen. Keine Ahnung. Weil ich merke da überhaupt nicht. Also ich probiere mal mit Semi aus. Mal gucken, ob das mir vielleicht besser liegt. Dann spielen wir halt die komplette zweite Hälfte mit Semi. Das war ein sehr geiler Pass, aber das war ja auch ein Steilpass. Also da ist ja eh die Hilfe angewiesen. Genau in die Arme. Oh, aber war ein ganz guter Abschluss. Ich meine, ich komme zum Angriff. Ich komme zum Abschluss erstmal. Damit kann ich leben. Komm. Was? Das ist eigentlich ein Foul. Oh, ist ja gut. Semi könnte vielleicht, ja, ich weiß halt nicht so richtig, was der Unterschied ist zwischen volle Passhilfe und Semi, deswegen mal schauen, aber jetzt die zweite Hälfte können wir ja mit Semi mal spielen. Und dann schauen wir mal. Was da so geht. Der Pass ein bisschen geiler kommt, aber ich denke, es war trotzdem eine gute Idee von mir. Schön zugestellt. Schade. Okay, das Spiel ist auch relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Also bisher ist das Unentschieden wahrscheinlich verdient oder gerechtfertigt oder wie auch immer man das beschreiben will. Natürlich sollte der nicht auf den Spieler gehen, der Pass, aber ich sag mal, in dem Getümmel kann ich sogar noch nachvollziehen,
dass der so kommt. So, Perisic zieht mal vorbei und in den Strafraum rein. Scheiße! Gut verteidigt vom Gegner. Sehr gut verteidigt. De Jong. Komm, De Jong. Ich weiß auch nicht, warum er sich so geschlänzt hat, weil ich habe eigentlich normal geschossen, vor allem einen Vollbeinschuss. In so einer Situation schlänze ich eigentlich nicht. Ich dachte, es kommt ein super geiler Dropkick raus von Klose, aber da habe ich mich geirrt. Aber ich war halt alleine gegen vier und Klose ist ja auch nicht das Dribbelmonster, da wäre es unwahrscheinlich, dass... Wow! Die Semi-Pass hätte gesagt, wo ich mach mal komplett nach Akiri-Pass. Interessant. Oh, ey! Wie bitte? Ich glaube, ich muss Passhilfe echt wieder komplett anmachen. Ich scheine ja so kacke zu zielen. Das gibt's doch nicht. Liegt das am Xbox-Controller, dass ich einfach nicht mit dem Xbox-Controller klarkomme? Aber gut, ich spiele eigentlich auf der PlayStation 4 ähnlich gut oder schlecht, wie auch immer man das nimmt. FIFA 16, von daher... Sollte das eigentlich nichts mit dem Xbox-Controller zu tun haben? Ja, merkwürdig. Bin verwirrt, sagen wir es mal so. Oh, krass, ey, das gibt's doch nicht. Was ist hier gerade los? Nein, falsche Taste gedrückt. Würde eigentlich keinen gelupften Laufpass spielen. Sehr gut von Basta abgegrätscht. Einwurf. Also wie gesagt, wenn ich das Spiel nicht gewinne, dann ist es eigentlich schon hinfällig mit meinem... Innenverteidiger lässt sich einen Ball klauen, aber war meiner Meinung nach auch ein Foul vorher. Und jetzt eh mit Tricks in die Mitte versuchen zu ziehen. Klar. Oh, was ist denn das? Aber Hauptsache halt totalen Babypass spielen, der mega langsam ist. Kann ja auch keinen Konter auffahren, das gibt's doch nicht. Solche Leute auf den Sack gehen, die ganz solche dreckigen Tricks machen, die dann halt auch immer in schlechten Situationen kommen und die halt eigentlich auch dann teilweise nicht funktionieren sollten. Gerade Klick, richtig geil gespielt von Klick. Also macht mir es nicht einfach, verteidigt recht gut. Ich greife vielleicht auch ziemlich scheiße an, ich weiß es nicht. Ei, da kommt mal eine Flanke, geil, und dann steht da niemand. Was zur Hölle? Oh Gott, ich sollte vielleicht auch Semi wieder ausmachen. Habe ich jetzt zu sehr aufgezogen? Die Richtung war doch ganz gut. Ja, noch eine Ecke noch. Komm jetzt mal ein Eckentor, come on. Meine Flanken kommen halt immer ganz gut, aber ich mache halt keine Kopfballtore, also das bringt mir dann auch nicht so viel. Oh, was sind denn das für Pässe? Oh, ich kotze wieder mal. Was sind denn das für Laufpässe? Ich verstehe nicht, warum die Laufpässe einfach geradeaus spielen. Wenn ich nach unten drücke zum Spieler, dann soll er natürlich in den Lauf von dem Laufweg des Spielers gehen. Und jedes Mal fällt man wieder drauf ein. Man denkt, oh, jetzt ein schöner FIFA 15 Pass. Und man einfach mal perfekt in den Lauf des Mitspielers spielt. Und was kommt dann dabei raus? Wieder ein Pass, der einfach nur in die Richtung des Tores geht, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
Oh, natürlich ist ausgetrippelt. Geil. Naja, ich denke trotzdem, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden ist. Sollte es so bleiben. Ich denke, ich werde nochmal ein Spiel mit Semi-Passhilfe machen. Also, die könnte eventuell was sein, aber ohne Passhilfe ist zumindest für mich gar nichts, weil ich einfach dafür wahrscheinlich zu behindert ziele. Ich weiß auch nicht. Naja, unentschieden. Nicht mein Anspruch. Wie viele habe ich denn jetzt noch? Spiele 5. Gut, jetzt brauche ich noch 3 Siege aus 5 Spielen. Das werde ich wohl kaum schaffen. Ich werde zu tun haben, dass ich die Liga halte. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis morgen hoffentlich. Tschüss.